Was? Eltern, die sich noch stellen mit der Kamera. Wir wurden heute Morgen um 9.52 Uhr darüber informiert, dass mehrere verletzte Personen in der Schule, in diesem Gymnasium hinter mir, festgestellt wurden. Beziehungsweise, dass da wohl zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Wir haben in dem Zusammenhang erstmal eine Person festnehmen können, die auch selbst verletzt ist und für diese Tat scheinbar verantwortlich ist nach derzeitigem Stand der Dinge. Wir haben einen sehr großen Polizeieinsatz aufgefahren. Die Feuerwehr ist mit viel Personal vor Ort. Jetzt galt es natürlich als erstes Mal, die Schüler in Sicherheit zu bringen, beziehungsweise die jetzt auch zu betreuen. Dazu haben wir zum Beispiel einen Bus eingesetzt, dass sie eben im Warmen sitzen können. Die wurden auch in einem anderen nebenstehenden Gebäude untergebracht. Und für Angehörige haben wir sowas auch eingerichtet. Ist natürlich verständlich, dass hier jeder aufgebracht ist und wissen möchte, wie es seinen Angehörigen geht.